So, willkommen zurück zu Football Tactics and Glory. Wir sind der FC Grünwald. Sind mittlerweile in der sechsten Saison und Tabellenführer in der dritten Liga. Großes Ziel diese Saison: Aufstieg in die zweite Liga. Ja, was noch? Es könnte heute Folge 104 sein. Schauen wir erstmal in die Nachrichten. Okay, Top-Transfers. Von Preußen Münster zu Dynamo Dresden. Zentrales Mittelfeld. Von Düsseldorf zu Preußen Münster. Ist noch irgendwo? Also, wer hat da Stufe 100? Okay. 40 Millionen kostet da mal so ein Spieler. Oha. Na gut. Alter, 17. Für 23 Millionen geht's euch noch gut? Was hat der für Werte? Stufe 74. Ach, der hat Potenzial. Das stimmt schon. Na gut. Heute gegen Preußen Münster, Kräuter Fürth. Ganz normales Ligaspiel. Ich muss mal kurz schauen. Wann geht's mit dem Prestigepokal los? Nächsten Monat. Okay. Ein Monat noch Ruhe zurück. Schauen wir uns mal die Mannschaft an. Innenverteidiger, Verteidiger, Rechtsverteidiger. Langer Pass. Passen den freien Raum 74 90. Puh. Okay, ich glaube, heute darf Kong mal wieder spielen als Rechter und Krüger. Schöne, der hat Abfang, dann gehen wir mal hier rüber mit ihm. 95. Puh, Kanonenschuss, Hackentrick. Warum können die alle Hackentrick? So, dann mal ab zum Spiel. Kräuter Fürth in Grün-Gelb, wir in Weiß-Grün. Oh, das sah ja fast aus wie Frings. So. Stürmer Zimmer. Ja. Ein Knoll kommt da halt nicht vorbei. Knoll auf Helmer. Sehr schön. Helmer wird wahrscheinlich. Oh. Versuchst du es mit Hackentrick? Jawohl. Das will ich sehen. Krüger. Tor. 1-0. 14. Minute. Schönes Ding. Schönes Ding. Creme, Wahnsinn. Warum nicht Breme in jedem Spiel als bester Spieler gewählt wird, verstehe ich nicht. Der Junge hat's einfach drauf. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Amstatter, sehr schön. Oh, weiter Pass. Okay, schon noch. Kong, warum läufst du zurück? Wobei, so kommst du. Ja.
Habe ich auch nichts dagegen. So, Helmer hat den Ball. Was wollen wir mehr? Helmer wieder auf Krüger. Krüger. Hackentrick. Jawohl. Oh Gott. So, Krüger, jetzt schieß. So, auswechseln. Krüger ist völlig K.O. Ophofen erstmal für Kong rein. Pöstinger für Krüger und Ophofen aber dann auf diese Seite. Postinger. Ja, der kann tunneln. Vielleicht kommt er am Torwart vorbei. Wen könnten wir mal noch ein bisschen schonen? Amstatter vielleicht raus. Dafür Frings rein. Oder Ploch. Was? Ah, scheiße, ich weiß nicht, was. Ach komm. Bloch mit 18. Frings. Schwere Entscheidung, schwere Entscheidung. Frings. Scheiße, Mittelfeld. Komm, Hummel. Hummel darf mal ran hier. So, zurück. Ach, das ist ja erst noch die erste Halbzeit. Oh, scheiße. Vielleicht doch zu früh ausgewechselt. Bitte, bitte, bitte. Die ganzen Auswechslungen schon. Jetzt sehe ich es gerade. Huck. Huck, mit dir müssen wir doch dann auch auf diese Seite rüber. Abfangen. Ja. Muss so gehen. So, Halbzeit. Auswechseln können wir nicht mehr. Ich starte zweite Halbzeit. Also, unser Ersatzsturm ist wieder auf dem Feld. Und so, du stehst super hier. Perfekt für einen Kanonenschuss. Wow. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Echt langer Pass gewesen. Zabel. Bartmann geht ran. Zweite Mittelfeld. So. Und ein bisschen oh. 66. Minute. Lass dir bloß nicht den Ball abnehmen. Du lässt dir den Ball abnehmen. Scheiße. So, jetzt hol ihn dir zurück. Bartmann, wo turnst du nur rum heute? Pass auf, Hummel. Die gute alte Hummel. Jetzt sind aber recht viele Spieler von mir dort. Bei den Gegnern. So. Schönes Ding, ihr kommt nicht an Knoll vorbei. Ohne Grund ist das nicht Abwehrchef.
Weiter Pass. So, Kanonenschuss. Möchte ich sehen, Obhofen. Danke. 90. Minute, 3-0. Optimal. Optimal. Kräuter Fürth probiert es noch einmal. Und Zimmer. Zimmer, der Ball ist weg. Knoll lässt sich nicht durch. So, dann. Bester Spieler Krüger. Okay, er hat 2 Tore geschossen. Schöne. Naja, gut. Krüger, Knoll und Helmer. Amstetter hat ein Upgrade. Alter, 22. Du hast Fähigkeit Grätsche. Das dauert noch 1 Jahr, 11 Monate. Okay, dann würde ich sagen. Oh shit. Ich habe nur die Wahl zwischen Publikumsliebling und vielseitiger Spieler. Okay, machen wir. Vielseitiger Spieler. Glückwunsch. Amstetter ist jetzt in der Lage, auf verschiedenen Positionen zu spielen. Offensive Mittelfeldspieler verbindet das Mittelfeld mit dem Angriff. Merkmal: Gegnerische Spieler fangen seine Pässe mit einem Malus von 60% auf ihre Verteidigung ab. Entfernungsmerkmale, Malus für Torschüsse ist halbiert. Kann eine Finte als Spezialaktion durchführen. Sich ziehen kostet keine Attributspunkte. Gut, weiter. Ticketverkäufe gab es nicht. Für die Tore haben wir aber 13.000 Euro bekommen. 18 Ruhmpunkte und 47 neue Fenster zugewonnen. So, schauen wir. Preußen Münster hat verloren. Jawohl! 8 Spiele, 8 Siege, 24 Punkte. Platz 2 und 3 jeweils nur 18 Punkte. 6 Punkte hinter uns. Fantastisch. Torjäger Krüger, naja. Meine Tore sind diese Saison sehr verteilt. Nächstes Spiel gegen Duisburg, die auch nur 2 Sterne haben. Platz 4. Schauen wir mal. Kong und Krüger. Wie geht es euch? Innenverteidiger, Innenverteidiger. 88 ist natürlich schon eine Hausnummer. Krüger. Grätsche. Was ist das? Reaktion. Erlaubt dem Spieler Hackentrick zu kontern. Scheiße. Okay, Krüger ist schon mal fehl am Platz. Grätsche, der kann nichts. 40 Verteidigung. 48 Verteidigung.
Hülsinger 46. Ich könnte es mir leisten, ein Spiel zu verlieren. Die haben nichts, was mir irgendwie Angst machen würde. Kopfball. 37. Ich glaube, dann nehmen wir dich rüber. Ich bin mir unsicher, ob ich. Moment, Krüger, du bist Mittelstürmer. Nein, Quatsch. Passt ja. Krüger, du bist ja drüben. Kong, bist ja drüben. Hook. Amstatter. Ich glaube, wir lassen es so. Auf zum Spiel zuschauen. Uiuiui, wir haben einen Stoß. Hoffentlich überanstrengen sich die beiden nicht. Okay, schade. Aber du stehst schon ganz okay. Mr. Kong. So, Knoll verarscht mal wieder die gegnerischen Stürmer. So, Breme dribbelt und macht nichts weiter. Moment, wartet. Ich sollte vielleicht Huck mal hier rüber ziehen. Wow, faul! Faul an Helmer, der Arme. Jawohl, sehr schön. Kong 1-0, danke dir. Schönes Ding. Wollen wir Kong gleich auswechseln? Bei. Nö, lass mal. Komm, mach mal so weiter. So, Knoll holt sich mal wieder die den Ball. Hätte beinahe Pille gesagt. So, auf Helmer. Helmer kann weit passen, direkt zu Kong. Kong, Kanonenschuss. Schade. 2-0. Auswechseln. Kong raus. Erstmal in die Mitte. Kong raus dafür. Pöstinger rein. Zwei Tore Führung sollten wir uns nicht klauen lassen können. Zumindest nicht von Duisburg. Okay, habt ihr Angst vor meiner Abwehr? So, Bartmann schmeißt sich einfach mal dazwischen. Halbzeit. Wir führen 2-0. Sollen wir Krüger auch schon auswechseln? Ach komm.
Warum nicht? Der ist älter wie Krüger. Krüger ist zu wichtig. Den müssen wir schon. Helmer. Helmer, lass mal. So viel muss der noch nicht zeigen. Prämie dann nebengesprungen, wollte sich eigentlich den Ball holen bzw. den Pass abfangen. So, schön, Bartmann. Klasse. Bartmann auf Prämie, Prämie wohl auf Helmer, nein. Prämie motiviert, der lässt sich jetzt wohl schwer vom Ball trennen, dachte ich. Gut. Prämie weit von seiner Heimat entfernt. Schade, Amstatter daneben gegrätscht. So, abgefangen vom Libero und zu Bartmann gepasst. Bartmann hoffentlich jetzt mal auf Helm. Warum spielt ihr nicht mehr Helme an? Okay. Wöstinger. Wow! Durch drei Leute durch. Ich fasse es nicht. Puh. Okay, geile Sache. Echt geile Sache. 84. Minute und wir führen 3-0. So, unsere Gegner. Den geht langsam die Luft aus. Amstatter wieder mit einer schönen Grätsche. Wow, wow, wow. Neunzigste Minute und Spielende. So, dann schauen wir doch mal. Bester Mann Kong. Gut, zwei Tore geschossen. Kann man verstehen. Amstatter, unser Gretchen-King. Irgendwie seid ihr Zwillinge, oder? Also er und ihr. Und Bartram Drittbester, okay. Bartram war schon gut, was du gemacht hast. Bremer hat auch wieder massig Punkte gesammelt. So, okay. Ticketverkäufe 26.700. Für die Tore gab es wieder 13.000, macht 40.000 Euro. 8 Ruhmpunkte und 46 neue Fans. Unser Stadion ist echt bald voll. So, damit beende ich mal die Folge. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal bei Football Tactics and Glory. Tschüss, ciao, bye bye.